Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu Let's Play Lost Lands mit mir, dem Interfox. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wollte Lost Lands schon früher aufnehmen tatsächlich, aber aufgrund der Tatsache, dass sich mein Handy mehr oder weniger in Luft aufgelöst hat, indem es mal eben den flotten Abgang nach unten machte, musste ich etwas mit der Technik arbeiten. Deswegen hat das jetzt ein wenig gedauert, das tut mir leid. Dafür kommt heute Lost Lands. Und beim letzten Mal haben wir es auf das Luftschiff geschafft, nachdem wir diesen Schneeleoparden besiegt haben. Und jetzt sollen wir das Luftschiff-Rätsel hier lösen. Da gehen wir auch mal direkt dran. Ich würde sagen, schauen wir mal. Setze den Brenner des Luftschiffes zusammen. Das ist eine gute Idee, Leute. Und die werden wir auch direkt durchführen. Das dauert nur einen kurzen Moment, dass ich eben hier so die Einstellungen habe. Wunderbar. Das sieht gut aus. Also, dann gucken wir. Um den Brenner zusammenzusetzen, brauchen wir erstmal dieses Teil. Das muss da oben hin. Dann benötigen wir... ich bin mir nicht mal sicher. Das ist es nicht. Ich denke, das ist das Teil, was wir benötigen. Darauf kommt das. Und das kommt da drunter. Die kommen da dran. Der Schlauch kommt hier hin. Das kommt nach oben. Das kommt da hin. Das hier hin. Und damit ist der Brenner fertig. Na, wo? Da fehlt noch was. Da fehlt noch, noch ein Stück. Aber wo ist das? Kommt da Schießpulver rein? Den Riss im Ballon des Luftschiffs flicken. Ach so. Wie flicken wir den denn? Das ist die bessere Frage. Ist hier auf dem Luftschiff noch etwas, irgendwas Interessantes, was wir brauchen können? Scheint nicht so. Na dann müssen wir jetzt gucken, wie wir das flicken. Ich habe jetzt ein Luft- und ein Feuersymbol, aber wo ganz genau setze ich die nun ein? Hier ist ein zweites Fragment. Das haben wir ja gefunden. Wir brauchen aber noch das dritte, bevor wir das Tor öffnen können. Da kommen wir auch nicht weiter. Irgendwas kann ich hier noch machen. Muss ich das Schild putzen? Aber womit? Fragen über Fragen, meine Freunde. Ich habe eine Idee. Lass uns mal auf das Schiff zurückgehen, denn da wird uns wahrscheinlich das nächste Rätsel erwarten. Wir haben Tassen bekommen. So. Ich lese natürlich einmal vor. Bewege die Tassen auf die Position, die auf dem Bild vorgegeben ist. Die Tasse muss dahin. Der muss da runter. Der muss hier hin. Und der dahin. Die muss hier runter. Gucken wir uns das nochmal genauer an, Leute. Man kann erkennen, teils, wo sich die einzelnen Teile befinden. Das Cheers-Glas ist an der richtigen Stelle. Aha, nein, da oben. Da oben muss eins hin.
Tada! Ich wusste doch, irgendwas hatte ich falsch gemacht. Und geöffnet hat sich ein Buch. Und ich weiß auch schon, wo wir dieses Buch einsetzen können. Gehen wir in die Bibliothek zurück. Denn hier fehlt ein Buch. Okay, wir müssen jetzt hier Blumen zusammensetzen. Das kommt hier hin. Okay, dann brauchen wir die gelben Blumen. Die können hier hin. Jawohl, dann haben wir da eine fette rote Blume. Ich denke, dass das hier dahin gehört. Jawohl, eine weiße Blume brauchen wir. Da habe ich die hier im Augenmerk. Sehr gut. Danach kommen kleine lila Blümchen. Das müssten die hier sein. Jawohl, sehr schön. Die kommen hier, die sehen farblich... Oh, das war richtig, aber das ist falsch. Gut. Tada! Easy, Leute. Ich muss übrigens zugeben, aufgrund dessen, dass das Handy verloren gegangen ist, ist das hier ein remastertes Spiel. Das heißt, ich habe das einfach nochmal gespielt bis zu dem Punkt. Und deswegen wird auch ein anderes Intro unter diesem Video eingeblendet sein. Ich musste nämlich auch neue Intros erstellen, ne? Jetzt Frage ist, was mache ich jetzt mit den... Ich habe drei Symbole. Wo soll ich die hinbringen? Ich habe ehrlich gesagt auch keinen blassen Schimmer. Also wir werden das bestimmt noch rausfinden. Da bin ich ziemlich sicher. Ja, also, wir gucken einfach mal, wo das jetzt hinführt. Ich denke, dass wir das eigentlich auch... Also, ich bin mir nicht sicher. Leute, ich weiß noch nicht, wo ich sie eingesetzt. Habe, ich gehe mal jetzt erstmal hier hin. Vielleicht haben wir da oben, war das da oben irgendwo? Also ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, dass... Nee. Ah, hier muss man den einsetzen, okay. Aber eines fehlt noch. Außerdem fehlt noch ein weiteres Zahnrad. Das ist nicht gut, Leute. Dann gehen wir mal rein wieder. Nee, noch haben wir nichts gefunden. Wie gesagt, noch weiß ich nicht ganz genau, was wir hier machen müssen, oder wo es weitergeht. Das ist halt... Ja. Wir gucken einfach mal. Also, wir werden schon finden, wonach wir suchen. Früher oder später denke ich nämlich, dass wir das dann doch finden. Da fehlt ein Teil der Plakette. Mein Gott, das ist halt...
Ja, ich weiß noch nicht, was ich hier. Wie sich das hier genau entwickelt, weiß ich noch nicht. Ja, Leute, ich gucke gerade tatsächlich kurz zwischendurch in meine eigenen alten Videos rein und schaue mal, es gibt die mal ein bisschen durch, ob ich irgendwie was finde. Aber bisher. Scheint da noch nichts so zu sein, was mir einen wirklich guten Aufschluss gibt darüber. Wie ich hier weitermache. Das ist das Problem. Also, ich komme hier gerade an einen Punkt noch nicht ganz so weiter. Aber gut, genug in YouTube rumgeschaut, ob es da Hinweise gibt. Oh! Ach so! Wir müssen einen Drachen zusammensetzen. Dann tun wir das mal. Also, ne, hier. Setze die Mosaikteile richtig zusammen, um das Bild zu vervollständigen. Der Drache ist meiner Meinung nach hier zu sehen, ja schon. Das heißt, der Drache. Ja, da. Da ist der Drache. Also, der ist da. Ja, das ist gut. Aber das Ding, das ist, glaube ich, Teil des Schwanzes. Genau, der kommt hier hin. Die Füße müssen weiter nach unten. Hier ist Körper. Clown kommt dahin. Aha. Ja, okay, ihr seht es ja eigentlich simpel. Ich muss jetzt nur überlegen. Langsam, wo es weitergeht. Also, die Teile hier, das Ding würde ich da unten einordnen. Flügel ist hier oben. Kommt das nach unten? So, jetzt müssen wir nur noch genau den Flügel einsetzen. Der Flügel ist zwar hier. Nee, aber das ist nicht der richtige, oder? Das ist der richtige. Was ist das denn aber dann? Ist das. Also, ne? Das sieht ja auch nach Flügel aus. Also, so ein bisschen, oder nicht? Ah, da oben. Ja, das macht Sinn. Okay, dann haben wir dieses Rätsel zusammengesetzt. Klar, das ist da auch in meinen Videos keine Rätselaufgabe. Ich habe ja nämlich auch, ich habe die Videos natürlich, die alten Videos immer offen, um mir da auch darauf zurückgreifen zu können. Für den Fall der Fälle, dass ich irgendwas übersehen habe. Beziehungsweise schaue auch dadurch immer schnell in eure Kommentare rein, ob ihr vielleicht was gesehen habt. Ist bisher noch nicht vorgekommen, aber kann ja sein. So, das Ding öffnet sich. Und dann können wir da reingehen. Was ist das denn? Nein, oder? Einige Teile der Modellburg befinden sich nicht an der richtigen Stelle. Finde sie und positioniere sie richtig. Aber wie viele Teile? Hm.
Okay, das muss dahin. Der große Turm kommt nicht da drauf. Hä? Ja, das ist mal ein anderes Rätsel. Das muss man ja sagen. Wo kommt denn der Turm hin? Das ist eine Tür. Aber der letzte Turm, ab da! Hier ist noch irgendwas. Da fehlt da noch mehr. Hä? Ja, diesmal wird mir nicht angezeigt, ob ich hier irgendwie noch was, ob ich was vergessen habe oder nicht. Das ist ja, also, das ist ja ein Assi-Rätsel. Boah, das ist ja Mist. Aber dadurch bekommen wir das Erdsymbol. Was ist, ach, das ist ein Propellerblatt. Wir gehen auf das Luftschiff. Da, am Propeller fehlt ein Propellerblatt. Perfekt. Dann gehen wir jetzt mal hoch und setzen die Sachen dort ein. Eine Nadel. Drachen können sehr gefährlich sein. Trotz ihrer Größe und ihrer unermesslichen Kraft sind die hiesigen Drachen für eine Schwäche bekannt. Ihre Ohren sind so empfindlich, dass sie keine lauten Geräusche einer bestimmten Frequenz ertragen können. Mit einem Horn einer bestimmten Größe sollte es möglich sein, sie in die Flucht zu schlagen. Okay, wir haben ein nächstes Rätsel. Drehe die Ventilräder auf die richtige Position. Du hast erst vor kurzem einen Hinweis gesehen. Schauen wir uns den Hinweis nochmal an. Okay, das eine zeigt 20 vor, das andere 10 nach und das in der Mitte direkt auf volle. Tada! Das fand der Drache wohl nicht so geil. Dann gehen wir jetzt mal zum Luftschiff. Ich denke, wir können das einfach zunehmen. Jawohl, sehr schön. Ach, by the way, ich werde am Ende des Videos natürlich einblenden kurz oder beziehungsweise mal zeigen, bei welchem, also bei wie viel Prozent des Spiels wir angelangt sind. So, let's go! Hübsch. Turm des Alchemisten, neue Auszeichnung, Pilot. Dankeschön. Hier ist eine Rune. Ich muss Schießpulver hineingeben. Ich muss die Kanonenkugel hineingeben. Okay. Ist ja gut. Sorry, du Model. Hier ist ein Holzhammer. Und eine Kanonenkugel. Noch irgendwas interessant? Ist hier noch was Wichtiges? Ich muss das Rad lockern. Ah! Ich kann den Hammer direkt benutzen. Rein in die Kanonenkugel. Ich muss das Schießpulver festdrücken.
So, wir hauen das Rad einfach mal ran. Um die Tür zu öffnen. Müssen wir das Schießpulver festdrücken. Um das Schießpulver festzudrücken, benötigen wir wahrscheinlich noch einen Gegenstand. Ich darf mir die Tür nicht angucken, okay. Es ist halt. Ja gut, wir müssen erstmal noch ein bisschen weiter suchen. Also ich denke, ich gehe nochmal dahin. Ach, da oben. Ja, geil, die Eule macht noch mal guten Job. Auf sowas stehe ich ja. Ha. Dieser Goldschmuck ist einer Königin würdig. Hier ist eine Rune. Okay, gehen wir mal nach oben. Hier ist ein Flachreliefteil. Ich wurde darauf hingewiesen, dass es Relief heißt. Das finden wir wohl noch raus. Wir werden wohl noch rausfinden, wie die einzelnen Teile funktionieren. Aber wahrscheinlich nicht mehr in diesem Part, denke ich. Ich gucke jetzt mal. Ein Teil des Kreises fehlt. Ach Mann, Leute, könnt ihr eure Scheiße nicht aufräumen? Ich verstehe das einfach nicht. Na gut, gehen wir erstmal in die Burg rein. Wir können hier jetzt dann ja noch ein Teil einsetzen. Brauchen die Runen? Wofür brauchen wir die? Das ist eine gute Frage jetzt. Hier brauchen wir sie nicht. Aber irgendwo ein bisschen, irgendwo. Irgendwo müssen diese Runen ja eingesetzt werden können. Gucken wir uns doch mal. Natürlich, ich weiß wo.
Eine Rune fehlt uns noch. Eine Rune fehlt uns noch. Ich habe Geld. Aber wo kommt das Geld hin? Oh, noch ein Sammelgegenstand. Wunderbar. Na dann gucken wir uns doch mal um. Oh. Warte mal kurz. Idee. Wie kriege ich diese Eule los? Ach so. Ja, das ist schon richtig, die Eule so, das so zu platzieren, aber ich glaube, ohne die Rune können wir nicht an die Eule rankommen. Das heißt, wir müssen erst einmal diese allerletzte Rune finden. Das ist ja lästig. Aber nein, Leute, keine Sorge. Also Münzen suchen wir gerade noch. Also wird es bestimmt irgendwo einen Ort geben, wo man Münzen noch hinlegen kann. Der Geist der Berge möchte eine Art Lebenselixier. Doch wo finde ich das? Fragen über Fragen. Ich denke, dass wir an der Stelle Schluss machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Like da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, meine lieben Freunde. Haut rein, macht's gut und tschüss.